So Leute, nun soll es endlich mal wieder einen Bericht geben zum Thema Filmen mit dem Handy. Und zwar ist eine wichtige Information die, dass es einen Vortrag geben wird in der Inspirata in Leipzig. Ja, und ihr seht es hier, ich habe es mir in meinen Google-Kalender eingetragen. Am Samstag, den 30. März, 11 Uhr in der Inspirata in Leipzig, und auf der Webseite kann man auch unter www.inspirata.de unter öffentliche Veranstaltungen sehen, dass es einen Familienaktionstag gibt. Ein Familienaktionstag in Leipzig in der Inspirata am 30. März zwischen 11 und 18 Uhr. Also wer Lust hat, kann dort auch gern mit seiner ganzen Familie kommen. Und ich möchte ein bisschen was erzählen über das Filmen mit dem Handy, weil das Handy hat man sowieso. Und man hat das sowieso immer dabei. Ja, und da hat man dann die Chance, Momente mit dem Handy festzuhalten, sie eventuell hinterher zu bearbeiten, gleich auf dem Handy oder auf einem Pad, und sie vielleicht auch später, um sie für lange Zeit zu erhalten, auf YouTube hochzuladen. Ja, und da habe ich mir natürlich schon mal Gedanken gemacht, was könnte da interessant sein. Und in dem Zusammenhang ist mir auch aufgefallen, dass ich ja immer auch gerne Profitechnik mit dieser Amateurtechnik vergleiche und zeige, dass man mit relativ preiswerter Amateurtechnik auch viel machen kann. Dabei mir aber immer mehr auffällt, dass die Qualitätsunterschiede oft gar nicht mit der Technik zu tun haben, sondern mit dem Kenntnisstand der Leute, die die Technik bedienen. Und genau da ist der Ansatz, weil ich denke, wenn man ein paar wichtige kleine technische Details vermittelt, könnte man damit erreichen, dass die Leute mit ihrem Handy wesentlich bessere Aufnahmen machen können. Und genau da liegt der Ansatz. Also ich denke, dass wenn man es schafft, Leuten ein paar kleine technische Zusammenhänge zu erklären, dass sie es mit diesem Wissen schaffen, wesentlich interessantere und schönere Aufnahmen für sich und ihr privates Umfeld zu machen, als sie das ohne diese paar Kenntnisse hätten. Und um diese Kenntnisse soll es gehen. Ja, und glücklicherweise fangen wir ja nicht bei Null an, sondern wir haben ja schon einiges gemacht. Und zwar hatte ich im Teil 6 etwas erzählt. Schon Profis von hartem oder von weichem Licht sprechen hören. Ein Beitrag über das Licht und über die Beleuchtung beim Film, der war also in dem Zusammenhang vielleicht schon ganz interessant. Wer also da Interesse hat, gern nochmal reingucken in meinen Kanal. Ja, und in dem Zusammenhang möchte ich hier mal auf eine Einstellung aufmerksam machen. Und zwar gehe ich auf Einstellungen und gleich auf den ersten Punkt Auflösung. Und da konnte ich ja erstmal einstellen, das Format 16 zu 9, hatten wir also gelernt, ist das Standardformat, was wir beim Film benutzen. Und hier kann ich also Formate einstellen, HD oder 4K, 3K, 4K. 4K ist also sozusagen viermal HD in der Auflösung. Ich würde sagen, zum Anfang würde eine HD-Qualität, wie wir ja vom Fernsehen auch gewöhnt sind, vollkommen ausreichen. Darunter kann man Qualitätseinstellungen machen. Hier also die Qualität ist in Apple Standard, Filmic Qualität oder Filmic Extreme eingeteilt. Aber darunter gab es vor einiger Zeit einen neuen Button. Und das ist das Einschalten oder die Möglichkeit, den HEVC-Codec einzuschalten, indem man hier einfach den Button betätigt. So, was ist nun der HEVC-Codec? Das hat mit dem Format zu tun, mit dem man die Videos aufnimmt, also mit dem Codec. Ja, und ähnlich wie der Audio-Codec, also der Codec zur Tonübertragung, so wird der Codec zur Bildübertragung, der Video-Codec, ständig weiterentwickelt. Und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Formate, aber es gibt eine Grundkodierung, die sich durchgesetzt hat. Hier kennt ihr vielleicht auch das Format MP3 im Audiobereich, was sich auch als Standard durchgesetzt hat. Und im Videobereich gibt es den H264,
H.264, den H.264 und den H.265 Codec. Der H.265 Codec ist der neueste Codec. Er wird auch als HEVC Codec benannt. Also besonders im Apple-Bereich ist diese Bezeichnung oft gebräuchlicher als H.265. Mit unserem Programm Filmic Pro auf dem Handy haben wir also immer nur H.264 Codec aufgenommen. Und darum musste man sich jetzt als Laie auch damit nicht beschäftigen. Nun kommt der neue Codec und die Anbieter möchten natürlich beste Qualität liefern und haben darum den neuen Codec implementiert. Aber jetzt fragt man sich, warum wird denn nicht alles im neuen Codec aufgenommen? Die Ursache liegt in Kompatibilitätsproblemen. Das heißt, viele Geräte sind mit diesem neuen Codec noch nicht kompatibel. Und da ist einfach die Alternative gegeben, jemand, der sicher gehen möchte und sich nicht mit diesen neuen technischen Details so auseinandersetzen möchte, der vielleicht auch noch Anfänger ist, sollte lieber beim H264 Codec bleiben. Die Leute, die sagen, okay, ich möchte die technischen Möglichkeiten, die es jetzt gibt, voll ausnutzen und ich möchte mich damit auch ein bisschen beschäftigen, die können diesen Schalter betätigen und im H265 Codec aufnehmen. Eine Frage bleibt noch, was ist denn anders in dem neuen Codec? Also oft hört man in Werbung, dieser Codec kann mit halber Datenrate die gleiche Qualität erzeugen wie der H264 Codec. Gut, die gleiche Qualität ist ja nicht unbedingt was Besseres. Sicherlich hat der ein oder andere vielleicht auch Probleme mit freiem Speicherplatz auf dem Handy. Aber was viel wichtiger ist für die Leute, die an Qualität interessiert sind, heißt, dass man bei gleichbleibender Datenrate, und die Datenrate ist ja nach oben hin auch irgendwie beschränkt, darüber haben wir ja schon gesprochen, bei gleichbleibender Datenrate wesentlich bessere Qualität erreichen kann. Und das merkt man besonders bei Videos, in denen sich viel bewegt, also wo in Bäumen viele Blätter rascheln, wo in Wellen sich das Wasser kräuselt, wo also ständig Änderungen im Bild vorhanden sind. Und hier kam es bei den H264 Videos oft zu Artefakt-Problemen. Artefakt-Probleme heißt, es kam also auf dem Bild in diesen Bereichen, in denen also viele Änderungen in kurzer Zeit stattfanden, zu Klötzchenbildungen, zu unschönen Abrissen der Kanten und so weiter und so fort. Ich rate Ihnen also zum Anfang, wo Sie noch lernen, erstmal beim H264 Codec zu bleiben. Und wenn Sie dann so richtig Feuer gefangen haben und sagen, ich möchte mich mal an neuere Themen heranwagen, dann wissen Sie, hier gab es ja einen Schalter und da kann ich auf H265 umspringen und kann da wieder die Qualität meiner Videos verbessern und kann das natürlich ausprobieren, ob meine Hardware überhaupt dazu in der Lage ist, diese Qualität so wiederzugeben. So, und an dieser Stelle möchten wir dieses Video erstmal beenden. Denkt an den Termin. Und wenn ihr das nächste Video wieder sehen wollt, abonniert meinen Kanal. Tschüss!